Herzlich willkommen zurück zur finalen Fantasie. Ich habe die jetzt hier nochmal angeordnet und habe die Substanzen verteilt. Ich habe Tiffa jetzt nach hinten gestellt, weiß nicht, ob so clever ist. Weil die macht ja eigentlich, ja, die hat Stehlen. Tiffa hat mir Stehlen gegeben, Barrett hat sonst alles so, ne? Soll ich euch das? Ich kann es ja einmal hier zeigen. Guck mal, Tiffa hat hier Eis, Feuer, weil Feuer war noch unverteilt und hier hat sie Stehlen. So, und Barrett hat Feuer, Eis und Blitz. Soll ich irgendwas da oben hin? Nee, war ne, alles gut. So sind erstmal alle verteilt und wir gehen jetzt durch Sektor 6. Genau, mit Select kann ich mir die Punkte ja anzeigen lassen. Wir gehen hier jetzt wieder durch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ach, eigentlich einen Kampf müssen wir jetzt auch nicht scheuen. Genau, hier lang, ja. Genau, hier müssen wir durch zum Wallmarkt. Market. Weil. So, wie waren das? Nein, über das Rohr, ne? Ja, okay. So, aber ein Kampf ist nicht schlecht. Freue mich aufs Kämpfen. Kann ich weiter das Stehlen praktizieren? So, wir haben wieder Häuserkampf. Genau, ich mache normale Angriffe. Und Tiffa macht ihren. Ja, okay, ja, und Tiffa macht Stehlen. Oder ihr Limit. Das waren. Ja, doch, Hauptsache Limit. So, yeah. Genau, muss nur ein Jahr oben sein, ne? Ja, immer das Doppelte akzeptieren. Schlagsturm. Mal sehen. 132. Jetzt blöd, dass er hinten steht, wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, wir leveln. Ist ja immer gut. Nicht zu stehlen. Ah, okay, okay. Ja, gut, dann geht einfach voll drauf. Dann ist alles gut. Ich glaube, ich stelle Tiffa wieder nach vorne. Wie viel Tiffa hat? 424. Das ist eigentlich okay, ne? War, glaube ich, plus Arif die Salto erhalten. Okay. Okay. Kann ich den in der offenen Welt benutzen? Was heißt Salto? Hier bin ich bei Limit, ne? Naja. Guck mal, Blitz, Heilung, alle. Oh, keine Ahnung. Dann gehen wir auf. Ja, komm, ich stelle sie einfach nach vorne und dann würde mich jetzt in dem Part, glaube ich, nicht umbringen. So, genau. Ja, alles gut. Also, ja, wohl mit. Ach, keine Ahnung. Wird jetzt nicht, glaube ich, spielentscheidend sein. Wer weiß. Zum Spielplatz könnte ich nochmal zurück, ne? Wegen der Substanz erkennen. Keine Ahnung, was die macht, aber die hatte ich ja liegen lassen und hätte eigentlich zurückrennen können. Will ich aber nicht. Okay, so, Schultertasten, irgendwie kann man sich umdrehen. So, hier gibt es ja nichts zu stehlen. Ist halt die Frage, ob das immer zutrifft. Selbstmordtropfen. Schon ein krasser Effekt. Höllenpresse. Hört sich halt auch immer episch an. Ich probiere nochmal stehlen, ob es generell bei dem Gegnertyp nicht zu stehlen. Okay. Anscheinend generell bei dem Gegnertypus gibt es nichts zu stehlen. Achso, Angriff. Sehr schön. Na, Ben hat ein bisschen Aua. So, warte mal. Tiffa hatte. Nee. Arif hatte das Heilen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Muss ich mich ja doch selbst heilen. Aber erstmal definitiv noch nicht. Ah, hier siehst du genau. Substanz erkennen all. Da haben wir es doch. So, was macht die Substanz? Gebe ich dann Barrett am besten, ne? Erkennen. Okay, cool. Was macht denn die? Okay. Keine Ahnung. Wird schon. So, hier lang, ne? Genau, weil wir hatten ja da den Dialog und dann standen wir dort.
Ich will kämpfen. Und Story, aber nebenbei ein bisschen kämpfen. So, das müsste jetzt das sein, ne? Wohin genau? Bitte bleibt hier. Okay. Ja, komm, bleiben. 10 Jill ist ja wirklich gar nichts. Und dann bin ich auch wieder voll geheilt und dann ist alles richtig. Gute Nacht. Vielen Dank, bitte kommen Sie wieder. Okay, mach mal. Hier können wir mit niemandem sprechen. Ging es hier nicht noch eine Treppe hoch? Nö. Okay. Achso, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Wenn wir schon hier sind, ne? Du bist. Tut mir leid, aber ich habe bereits von dir gehört. Abgesehen davon, dass du dich wie eine Frau kleidest, scheinst du gerne Sachen zusammenzuschlagen. Wir lassen um kultivierte Kunden herein. Kapiert, du gehst also besser. Das ist diskriminierend. Na! Das ist. Obwohl der Dialog ganz cool ist. Kann ich mit denen dahinter nicht sprechen, oder was? Ist das nicht der Präsident? Bei der Bunga Bunga Party. Jo, ich will mit dem da sprechen. Genau, jetzt. Nee, okay, geht nicht. Okay, verstehe. Gibt es irgendwie einen Cheat, dass man Dialogfenster über... Ah! Das wäre definitiv verbesserungswürdig. Kann ich die Box öffnen? Nee. Okay. So. Hier kann ich bestimmt immer noch nichts machen. Piep, piep. Wow. Kaputt. Es kam vom Himmel runter, aber der alte Typ, der so gerne Panzer mag, hat alles weggenommen. Ich wollte auch ein paar. Okay. Wow. Warum sagst du nicht, was, wenn du schon dastehst? Hast du ein schönes? Echo-Schirm, wer der eine, den wir gebraucht hatten, Augentropfen, löscht Dunkelheit, hebt Stummheit auf, hebt Trauer auf, Zorn auf. Nee, nix, was wir brauchen. Herkaufen? Nö. Erstmal brauchen wir noch keine Kohle. Also bis 99, ne? Kannst du stapeln. Hier kannst du nicht rein. Da ist ein Speicherpunkt. Dem Typ mit dem Panzer zufolge kann es zur oberen... kann es jeder zur oberen Platte schaffen, wenn er nur stark genug ist. Also stärken sie sich mit einem Teller unseres Essens. Oh, das ist ein guter... Hätte nie geglaubt, dass Sektor 7 runterkommen würde. Gut, die haben andere Dialoge. Das schon mal... Willkommen, nehmen Sie Platz, wo es Ihnen beliebt. Ja, irgendwie gibt es ja hier auch was, habt ihr geschrieben, ne? Ich weiß nicht, welches Essen man da irgendwie sie schnappen müsste. Das war unheimlich. Okay. So, mit dem hatte ich schon geredet. Ich werde hier aber nochmal reingehen. Vielleicht haben sie ja noch ein Kleidchen für mich. Willkommen, bitte nehmen Sie sich Zeit. Ihr seid zwei Verkäufer, eine Kunde, nicht drängeln, Rüpel. Das ist immer noch derselbe Dialog. Bis heute normal gekleidet. Wenn sich sonst was Interessantes ergibt, lass es mich wissen. Ich glaube, die sehen mich alle gerne, lieber als Frau. Na gut.
Puh, alles ist total verstaubt, seitdem der Himmel runterkam. Ich muss wieder von vorne anfangen. Ja. Kann auch die nötige Würze geben. Stimmt, für den sollten wir irgendwas erledigen, ne? Ich weiß nicht mehr was. Okay, so, guck mal, Schutz. Können wir die nicht einfach Barrett geben? Wiederherstellen. Meint er Schutz einmal für Barrett? Schutzverbündete bei Angriffen. Dann wäre Tifa sicher. Ist halt die Frage, ob zweimal Schutz Sinn ergibt. Guck nochmal nach. Feuer erkennen. Der hat halt jetzt erkennen. Ist halt die Frage, ob der die alle braucht. Vielleicht wird der eh nur eins benutzen. Schutz wäre, glaube ich, ganz cool mit seinen HP. 517, 473. Ach komm, ich lasse es erstmal so. Ist jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht so wichtig. Okay. Dann hier nicht. Vielleicht geht's hier weiter. Könnte gut sein, dass hier hinter dann irgendwie die Plattform liegt, ne? Oder halt Einzelteile. So. So, wie ist es? Super. Mehr Stärke. Ich wette, du kannst bis zur oberen Platte klettern, wenn du dieses Rohr verwendest. Weißt du das nicht? Der alte Mann im Waffengeschäft kann dir mehr erzählen. Ah, okay. Okay, 1, 2, 3, immer im Rhythmus. Streng mich ja schon an. Wie ist dieses? Mit denen kann ich nicht sprechen. So, habt ihr irgendwas Neues? Wird dieser Müllberg größer? Ja, ich glaube schon. Es sind jede Menge Sachen runtergefallen, als Sektor 7 fiel. Richtig, das stimmt. Der Eigentümer des Waffengeschäfts, er hat all das Zeug gesammelt, das runterfiel. Ach, ist das der Grund? Der Waffenhändler ist mir in letzter Zeit verdächtig. Du meinst, er ist zu dem Schnittpunkt der Platte bei dem Haus des Dons gegangen? Ah, Haus des Dons, okay. Und du weißt Bescheid, ich frag mich, was er tut. Ja, da wird mir ganz anders. So, und er erzählt bestimmt nochmal dasselbe, ne? Ist einfach nicht logisch, dass ihr es einfach wiederholt und ich hier nicht rauskomme. So. Gehen wir hier nochmal. Schauen. Der Mann ist weg. Der ist wieder in seinem Geschäft. Das kann einem Angst machen, nicht wahr? Man weiß einfach nicht, wann die Platte runterkommt. Ja, wenn ich könnte, würde ich auf die Platte raufklettern. Hier deutet sich was an. Das kann einen Angst machen, nicht wahr? Man weiß einfach nicht. Ah, okay. Doppeldialoge. Ja, bestellen kann man an der Theke. Immer noch derselbe Text. Wahnsinn, dass sie alle so große Fernseher haben. Hoppla. Sorry. Sorry. Na gut, also wahrscheinlich jetzt hier erstmal mit einem Waffenhändler. Okay, da war's ja. Kann ich nach? Also mit dem kann ich nicht reden, ne? Nee. Gehst zur Plattform hoch, hier nimm eine Zinkbatterie. Ben, du willst mir was verkaufen, was du gerade. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast. Hey, das wusstest du, aber ich hab's repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Wirst schon sehen, wenn du ankommst. 100 Gil pro Stück. Okay, ich nehme sie. Ich glaube, die sollte man nehmen. Was hast du noch so Schönes? Mithril-Armband könnte helfen für die Verteidigung. 350 ist jetzt nicht so viel, ne?
hat man schnell wieder drin. Soll ich die beide mitnehmen? Ja, eine Idee, ne? Ja, komm, gib mir beide. Sollte nicht schaden. So, Tifa und Baron, ne? Achso, jetzt habe ich gar nicht mehr. Gut. Ja. Sehr schön und wurde auch alles übertragen. Das ist sehr gut. Barrett? Ja, sehr gut. Der hat auch noch seine Substanzen. Ah, alles perfekt. Okay. Soll ich bei dir verkaufen? Aber nö, Kohle passt. Achso, da muss ich... Nee, Batterien hast du mir schon verkauft. Okay. Okay. Willst du mal was Tolles sehen? Folg mir. Oh, ja. Warte, ist das eine Falle? Gott, das ist jetzt ein bisschen creepy. Aber was? Achso, Avalanche wahrscheinlich. Die sind alle an diesen Drähten hochgeklettert. Unheimlich. Brah. Brah. Tifa, könnten wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an dem Draht hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es ist? Natürlich geht das. Guck, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normaler Draht. Ach ja? Glaube ich nicht. Es ist ein glänzender, goldener Draht der Hoffnung. Okay. Du hast recht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, Eris zu retten. Okay, das war ein schlechter Vergleich, aber ich verstehe, wie du dich fühlst, Barret. Lass uns gehen. Na dann, hopp hopp. Wahnsinn, was du beim Spiel für dein Geld geboten bekommen hast. Oh Mann, das ist grausig. Hey, ganz schön unheimlich, oder? Habs hat mir gesagt, dass es was mit dem Shinra zu tun hätte. Okay. Kann ich springen? Nee. Geht wohl weiter hoch für uns. Okay. Links oder rechts geht hier nicht. Was fiebt hier? Okay. Da kommt die Batterie rein. Vielleicht, wenn ich eine Batterie einlege, könnte der Propeller funktionieren. Aber was bringt mir das? Ich denke, ich muss dem Ladenbesitzer einfach glauben. Achso, und der... Nee, da kann ich dann rausspringen oder was? Kann mich nicht bewegen. Jetzt heben wir ab. Ah, okay. Ah, okay. Guck mal, und da ist die nächste Batterie. Cool mit dem Klettern. Brauche ich hier auch eine Batterie? Okay, aber ich würde erst mal schauen,
Gibt's hier lang irgendwas? Okay. Und da oben? Wahnsinn, die Bahn hat's runtergeholt. Cool, cool. Die müssen wir bestimmt drüber springen. Sieht aus, als wäre die einzige Möglichkeit, auf diese Stange zu springen. Müsste schaffen, wenn ich losspringe, bevor sie zu nah rankommt. Verwende die OK-Taste zum Springen. Müsste schaffen, wenn ich losspringe, bevor sie zu nahe kommt, okay? Verstehe, ne? Wenn sie auf dem Weg zurück ist. Ich habe die OK-Taste gedrückt. Zu früh gesprungen, okay. Bevor sie zu nahe kommt. Okay. War ein bisschen verwöhnt. Bisschen. Aber cool, so diese Kletterpassage. Noch eine Batterie. Kann ich hier rüber? Ah, sieht aus, als müssen wir, oder? Nochmal runter? Müssen noch da eine Batterie. Ah, hier rüber springen. Achso, von hier geht's dann runter. Lustig. Brauche ich hier auch eine Batterie? Wie viel haben wir denn gekauft? Ether erhalten, sehr cool. Bisschen merkwürdig, aber cool. So, was haben wir hier? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir bleiben mal hier oben. Ach so, kann sein, dass wir von hier nicht rüberspringen können. Gut, dann klettere ich aber hier runter, damit ich direkt an der Stange bin. Kann ich aber nichts machen. Nö. Muss ich wieder an der anderen runter? Ich meine, du hast doch hier so eine Verwurzelung. Kann ich hier nicht rüberspringen? Nee, ich glaube nicht. Schade. Okay. Oder hätte ich nach links gekonnt? Ich denke mal nicht. So, wo war jetzt der Punkt zum... Ah, hier. Okay. Bevor sie zu nahe kommt. Aber ich bin doch jetzt gesprungen, wo sie ganz nah dran war. Ist das ein Übersetzungsfehler oder? Wehe, du springst da links. Cool, cool. Kann ich nach rechts springen? Nee. Gibt's denn hier eigentlich? Oho. Vielleicht hätte es aber links was gegeben.
Hey, du solltest dich in diesem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht, da fällt mir ein, das ist das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich habe schon davon gehört. Die Stockwerke über dem 60. sind besondere Stockwerke und selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Dort haben sie vermutlich Iris hingebracht. Ah, Iris. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ja ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Warum sind wir? Warte einen Moment, du willst doch nicht etwa direkt durch den Haupteingang gehen. Was denn sonst? Ich werde den Shinra zeigen, was Sache ist und dann... So geht es nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Gibt's keinen anderen Weg. Wenn wir weiter unsere Zeit vergönnen, wird Iris. Das weiß ich, aber wenn sie uns hier erwischen? Hey Ben, was sollen wir tun? Wir sollten uns reinschleichen. Siehst du, wir müssen vorsichtig sein und einen anderen Weg suchen. Ja, Barrett hat gar nicht widersprochen. Ja, machen wir hier mal speichern. Achso, ja. Ah! Nehmen wir. Ja, immer rein da. Da liegt nichts. Nö, gehen wir mal hier ne. Geht das da den anderen Gang lang? Nee, ne? Nee, hätte er sein können. Haben wir einen Kampf? Ja, du willst wirklich die? Naja, irgendwie müssen wir doch zur Iris kommen. Von wegen schwer zu finden. Ich habe keine Zeit, mich mit dir herumzustreiten. Ich gehe jetzt. Aber Tiffa, du kannst doch nicht alleine loslaufen. Okay. Die haben es eilig. Ja, sieht aus, als könnte man es mitnehmen. Aber ist nicht so. Auch ein bisschen Beschäftigungstherapie. Hier hochlaufen. Aber es geht. Erster. Okay. Weiß ich, warum zum Teufel müssen wir die Treppe nehmen? Weil wir keinen Aussehen erregen wollen, solange wir nicht Iris gerettet haben. Ich bleib jetzt bei Iris. Ich habe so meine Zweifel, ob das möglich ist. Iris. Hört sich irgendwie falsch an. Hat Barrett gesagt. Ich habe so meine Zweifel, ob das möglich ist. Warte mal, ich habe hier irgendwas übersehen jetzt so bei den Gängen. So ein bisschen die Funktionstestung des Controllers, ob das Steuerkreuz noch funktioniert. Also kam es selbst für andere. Ich habe wohl ein falsches Bild von dir gemacht, sag mal. Ist mir wurscht, wie du mich einschätzt. Wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe. Das nicht. Hehehe. Tiffa hat bestimmt so... Was willst du damit sagen, Tiffa? So ein ganz dreckige Lache. Wir sollen einfach stehen bleiben. Ah, okay, jetzt rennen sie weiter. Nein. Wie viele Stufen sind das denn noch? Hat einer mitgezählt? Frag sie doch einfach selber. Was ist denn los heute? Ist das vielleicht so eine von diesen Endlos-Treppen? Was meinst du? Ach, völliger Quatsch. Wer wird das außer Atem? Na schön, aber es ist doch möglich. Fast überholt. Jetzt. Ah, ich glaube, er hat mich noch am Ende überholt. Sind wir schon da? Noch nicht. Oder soll ich irgendwas finden auf dem Weg? Schon da?
Sagt er noch nicht. Ja. Spar dir einfach deine Fragerei. Wir sind lange, 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 lange noch nicht da. Aha. Elixier erhalten. Soll nicht auf mich warten, Nacht vor. Verdammt nochmal, mir reicht's, ich gehe um. Und nimm dir genauso viel Zeit, wie du fürs Heraufkommen gebraucht hast. Das ist schon cool. Erstmal Iris retten. Danach lerne ich ihren Namen auszusprechen. Ach, die sind da oben schon? Sag mal. Komm schon, Baron, nimm dich ein bisschen zusammen. Ja, ja, alles, was ich weiß, ist, dass ich auch nur aus Fleisch und Blut bestehe, wenn man mal von meinem Arm da absieht. Spring nicht mit mir um, als ob ich ein ehemaliges Mitglied von Soldat wäre oder sowas. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich laufe jedenfalls weiter. Oha. Hm? Ja, Barrett, du gehst als Erster. Du gehst als Erster? Ich meinte doch gar nicht. Schon gut, schon gut. Was? Ben, du gehst auch voran. Geht hier ab? Okay, mir jetzt ein Dolch in den Rücken. Ja, in welchem Stock sind wir jetzt? Ich habe das 10 aufgegeben. TV, jetzt reiß ich am Riemen. Wieso müssen die nur so hohe Häuser hinstellen, ja? Diese Shinra, was die auch anstellen, es kommt nichts Gutes dabei raus. Lass mich raten, Treppen. Uff, Mann, ich bin vielleicht geschafft. Marlene, Vati wollte dich noch einmal sehen. Naja. Hörst du jetzt vielleicht mal auf, dich wegen ein bisschen Treppensteigen gleich wie ein Idiot aufzuführen? Nur noch ein paar. Glaube ich. Sehr schön. Ich habe mir Final Fantasy VII ganz anders vorgestellt. Find's aber cool. Aber mit sowas habe ich hier echt nicht gerechnet. Ach, nein, 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 nein. Es war ein Unfall. Okay. Hätte ich auch wieder runterlaufen können, oder was? Sag nicht, ich muss wieder runterlaufen. Ah, die Dialoge gehen noch weiter, das macht mir Hoffnung. Aha, war doch easy. Beide hier vollkommen am Keuchen. Uff, endlich geschafft. Ich hoffe, ich kriege in meinem Leben nie wieder auch nur eine einzige Treppenstufe zu Gesicht. Also, solange die genormt sind, geht's. Wenn die nicht genormt sind, dann ist richtig hart. Da hast richtig Probleme drauf zu laufen. Uff, puh. Das gibt einen wirklich den Rest. Aber jetzt geht's ums Ganze. Machen wir uns bereit. Okay. 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 Alle glücklich und zufrieden, alle glücklich und zufrieden. Okay. Ich wollte nicht hier hin. Ich wollte einfach wieder raus. Okay, danke schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Vernichtet die Eindringlinge. Kämpfen. Sehr schön. Habe ich Tiffa wieder nach vorne gestellt? Ja, glaub schon. Erkennen. Mal sehen, was das macht. Nee, 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 warte mal, Zauber. Mach mal Blitz auf alle. Alle. Und stehlen. Tiffa, steh mal. Aua. War ganz gut, dass ich die... Was waren jetzt erkennen?
Sehr schön. Beruhigungsmittel gestohlen. Sehr schön. Danke, Tiffa. Bist die Beste. Starker Kämpfer A, Ebene 12. Ah, okay. HP. Ah, okay, okay. Aber bringt einfach gar nichts, oder? Bringt das was? Tiffa, bestiehlt man nächsten gleich noch? Okay. Ja, muss ich einfach auf Angriff. Konnte nicht stehlen. Konnte nichts oder? Also nicht geschafft. Stehlen. Müsste ja genügend Tränke alles bei haben. Beruhigungsmittel gestohlen. Okay, perfekt. Stehst du nochmal beim letzten? Das ist ja wirklich Fortschritt. Also, dass das Stehlen jetzt so gut funktioniert. Ben Wechsellimit. Okay. Stehlen auf den anderen Kollegen, den hier. So, Barrett Angriff. Und ich nehme mein Limit. Und zwar auf. Da, hier, Kollege. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich zwar stehle und dann normale Angriffe mache, aber jetzt nicht irgendwie aussetze vorher. Außer es ist jetzt vielleicht ein Boss. Weil sonst wird es, glaube ich, sehr zäh. Die haben wir schon gestohlen, ne? Ja. Und nein, Fabrik. Das mit einem Beruhigungsmittel ist cool. Also kann ich ja dann zur Not einfach verkaufen. Okay, cool. Sehr cool. Klingenstrahl erhalten. Neues Limit, oder? Schauen wir mal. Was ist das? Schüsse, Objekt, Codekarte 60 erhalten. Was wollen wir nachgucken? Achso, ja. Limit. Ah ja, guck mal, Ebene 2. Und die muss ich jetzt nämlich auswählen, ne? Beginnt die Limit-Punktzahl 0 Ebene ändern. Speichern wir hier, aber ja, ne? Limit gewählt, ja, okay. Und dadurch komme ich dann zu den weiteren Ebenen. Richtig, richtig. Ja. Hoffe. Wie sieht's aus mit dem Leben? Könnt ihr euch natürlich ein bisschen Zucker geben? Aber jetzt noch nicht. Nö, komm. Wie viel HP? 5 HP ist halt auch nix. Könnte ich eigentlich schon mal drauf kleistern. Ja, komm. Passt schon. Wenn nicht, kriegt er einen Trank und dann ist er wieder topfit. So, was haben wir hier oben? Was ist das denn hier? Eingänge? Hey Ben, jetzt bist du den ganzen Weg gekommen. Wie wär's, wenn du wieder ins Erdgeschoss gehst? Was? Ja, das ist genau das Richtige, also gehen wir. Was? Erkennen braucht man nicht. Angriff, Tiffa stehlen, Angriff. Könnt ihr natürlich warten, bis sie ihren Beruhigungstrank hat. Konnte nicht stehen. Angriff. Stehlen. Angriff. Vielleicht kann sie so auch leichter stehen, wenn er konnte nicht stehen. Miss. Nicht stehen. Oh, ist immer noch nicht weg. Okay. Sehr cool. Kommt Tiffa dann überhaupt zu ihren Limits?
Lass den Unfug, Junge. Warum? Was? Was ist das für ein Bug? Dass der dir nichts anzeigt. Warum soll ich jetzt ins... Naja, kann ich wieder hoch? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ich lade mal neu, ne? Ja, komm, ich lade neu. Das war jetzt irgendwie nicht ganz verständlich. Weil ich wollte gucken, was es hier oben gibt. Ach, sind alles Fahrstühle oder was? Na, guck mal. So, für 60 haben wir eine Zugangskarte. Oben waren ja irgendwie, ne, die besonderen Stockwerke, hat uns einer erzählt. Ich hoffe, mit Iris ist alles in Ordnung. Sagst du? Jetzt kommt's drauf an, verrat dich bloß nicht. Jetzt kommen wir raus hier. Schnell weg aus der Kameraperspektive. Okay. Könnt natürlich auch in den Raum. Der juckt die erstmal gar nicht. Okay. Bisher sind wir so stealth-mäßig unterwegs. Schau sie dir nur an, die Wachtposten, die rennen rum wie gescheuchte Hühner. Du gehst voraus, wenn wir nachkommen können, gibst du uns ein Zeichen. Was, ich oder was? Okay. Das heißt, ich könnte da lang. Warte mal, ich will aber nochmal hier ins andere gucken. Okay. Kann ich dir jetzt einfach so angreifen? Was machst du hier? Kein Zutritt für Unbefugte. Okay, cool. Danke für den Hinweis. Okay. Achso, okay. Hey, Moment mal, was soll denn das? Was willst du hier? Jetzt kämpfe ich alleine oder wie? Ja, cool. Ein Glück habe ich... Nee, doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. So, okay, wer guckt denn welche Angriff von beiden Seiten? Okay. Wow! Ist doof. Stehlen. Piffer soll stehlen. Angriff auf. Ja, nimm doch den Kollegen, oder? Nee, nimm mal den Kollegen. Habe ich jetzt was gestohlen? Sag mal. Vollkommene Überforderung. Treff mal erstmal den mal. Nicht zu stehlen. Ah, okay. Ich glaube, wir machen den aber erstmal weg. Obwohl, nee, Tiffa schicke ich rüber zum Stehlen. Beruhigungsmittel gestohlen, sehr schön. Machtschlag. Ja, hätte ich doch drüben. Ach, das war jetzt ungünstig. Ah, nee, es war Baron. Ja, es war ein bisschen overpowered vielleicht. Vielleicht. So, wie viel Schaden macht Aerith? Tiffa, sorry. Ah. Ich hab nicht hingeguckt, was ist denn mit mir los, verdammt nochmal. So, jetzt nochmal, zeig mir. Aha, 50. Mhm. Sehr schön. So. Und wie es im nächsten Part weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. In 3 Tagen kommt der nächste Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Bin auf jeden Fall noch sehr, sehr guter Dinge. Gefällt mir bisher sehr gut, Final Fantasy 7. Ja, schönen Tag, schönen Abend euch noch. Bis dahin.